und herzlich willkommen. Hier ist ProPlus plus Erik. Oh, der Schwede, ist das unbequem. Ey, mir steigt das Blut in den Kopf, meine Beine sterben ab und... nee, Leute, das lang geht's. Ja, so ist das schon viel besser. So, erstmal Licht anmachen. Oh, na klar, habt ihr ganz vergessen. Fledermäuse sind ja am liebsten im Dunkeln, so wie hier auf meinem ProPlus Dachboden. Ich frag mich echt, warum Fledermäuse immer am liebsten mit dem Kopf nach unten rumhängen. Also irgendwie sind die mir so ein bisschen unheimlich. Hängen von der Decke, treiben sich nur im Dunkeln rum, ja, und dann gibt's ja noch das Gerücht mit dem Blutsaugen. Mit ihm zusammen will ich Licht ins Dunkel bringen. Das ist Fledermausexperte Bernd Ohlendorf. Dieser Experte und euer Stuntman des Wissens gehen jetzt auf Fledermausjagd in die absolute Finsternis. Fehlt nur noch die richtige Ausrüstung. Für meinen ersten Fledermaustrip habe ich diese Taschenlampe hier, außerdem diesen Helm, denn ich muss da runter. Erik, komm runter. Es lohnt sich. Ist eine tolle Sache hier. Aber vorsichtig. Pass ja, auf. Vorsichtig ist cool. Das sieht ziemlich steil aus. Oh Mann. Ja, das ist auch. Okay, das ist die erste Hürde hier schon mal. Okay, gleich habe ich es geschafft. Bernd, das ist ja schon ein Abenteuer, hier runterzukommen. Ja, ich grüße dich. Hallo. Fledermäuse haben es einfacher, ne? Die können einfach reinfliegen. Ja, die fliegen im Dunkeln, aber wenn ihr reingehst, machen wir da lieber dein Licht an. Okay, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Sehr schön. Genau. So. Wieso müssen wir hier nach Fledermäusen suchen? Ist es kalt, ist es nass, ist es ungemütlich? Nee, für Fledermäuse ideal. Also die mögen so eine kalten Löcher, sag ich mal. Aha. Ja, machen wir uns mal auf die Suche. Lass uns reingehen. Okay. Komm. Tagsüber schlafen die Fledermäuse in diesem ehemaligen Eisenerzbergwerk tief unter der Erde. Erst wenn es Nacht wird, verlassen sie ihr Schlafquartier. In diesen Dingern. Da können die reinkriechen. Da sitzen die zu gerne drin. Die verstecken sich dann hier in so Löcher. Genau. In so kleine Löcher krabbeln die rein. Die krabbeln rein und da können auch ein paar reinpassen. Und da ist leider schlafen im Moment. Ja, sitzt drin. Unsere Suche geht weiter. Überall könnte eine hängen. Oh, Erik, komm mal her. Hier hast du eine? Jo. Fledermaus. Jo. Warte mal, ich nehme die ab. Du, du greifst schon nach ihr. Weil die hat eine Klammer und die ist nämlich abflugbereit. Das heißt eine Klammer? Die hat eine Klammer hier. Ach, die habt ihr schon mal gefangen? Die habt ihr schon markiert? Die ist bringt und die werden mir jetzt Bein abgehauen. Guck mal hier. Das heißt, die will rausfliegen, die war putzemunter. Die hat da so mit Füßen nach oben gehangen und Kopf nach unten. Kopf nach unten, ja. Ist das nicht total anstrengend, für so eine Fledermaus da zu hängen? Nein, überhaupt nicht. Die Fledermäuse haben in den Fußgelenken einen kleinen Knochen. Und an dem Knochen ist eine kleine Sehne. Und wenn das Tier hängt, ja, rastet der kleine Knochen ein, das ist wie so eine Art Riegel. Und nur im wachen Zustand kann die das hier, dieses Knöchelchen lösen. Das heißt, den Riegel öffnen und das Tier kann abfliegen. Also, in Klartext, die muss überhaupt keinen Muskel dafür benutzen. Das ist gar nicht anstrengend. Das klickt einfach so ein. Das klickt ein. Und wenn die theoretisch sterben würde, würde die auch so hängen bleiben. Da passiert nichts. Also tote Fledermäuse hängen an der Decke? Die hängen an der Decke, Und dann erzählt mir Bernd eine unglaubliche Geschichte. Er behauptet, dass er verschiedene Fledermausarten durch ihren Geruch unterscheiden kann. Man kann die riechen. Und man kann am Geruch feststellen... Ich rieche gar nichts. Doch, 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 die riecht. Man kann am Geruch feststellen, um welche Art es sich handelt. Die riecht wie eine Teichfledermaus einfach. Ach so, ja klar. Ja, das ist ein ganz typischer Geruch. Der ist immer sehr so. Klar, dass ich da nicht drauf gekommen bin, die richtige Teichfledermaus. Was frisst denn so eine Fledermaus? Insekten. Durch die Bank Insekten, Nachtfalter. Mhm. Es gibt auch Fledermausarten, die fressen Käfer. Es gibt Fledermausarten, die fressen Mücken. Ja, aber es gibt sogar Fledermäuse, die ernähren sich von Blut. Und die heißen Vampirfledermäuse. Von den rund 900 verschiedenen Fledermausarten, die es auf der Erde insgesamt gibt, sind das gerade mal 3. Nur diese 3 trinken Blut. Bei uns gibt es diese Vampirfledermaus nicht. Denn alle 3 Blutsauger leben nur ganz im Süden der USA und in Mittel- und Südamerika. Wenn Vampirfledermäuse Hunger haben, brauchen sie frisches Blut als Nahrung. Im Schnitt müssen sie alle 3 Tage trinken, um zu überleben. Im Normalfall werden Menschen nicht von Vampirfledermäusen angefallen. Denn die trinken Tierblut, zum Beispiel von Schweinen. Ihre Opfer erkennen die Vampirfledermäuse anhand der Körperwärme. Dazu landen sie am Boden und krabbeln dann zu den Tieren hin. Sie beißen aber nicht fest zu. Vielmehr ritzen die Vampire nur ein wenig die Haut ein. Das Blut lecken sie dann auf. Die Menge ist dabei so klein, dass die Schweine nicht sterben. Und meistens merken sie auch gar nicht, dass eine Vampirfledermaus gerade ihr Blut leckt. Denn in der Fledermausspucke ist ein leichtes Betäubungsmittel drin. Dadurch spüren die Schweine den Biss kaum. Ungefähr einen Teelöffel Blut brauchen Vampire pro Tag. Kann einer von ihnen nicht selbst raus, um Blut zu trinken, ist das kein Problem. Denn Vampirfledermäuse helfen einander. Sie füttern sich oft auch gegenseitig. Ihren schlechten Ruf haben Vampirfledermäuse also zu Unrecht.
Das heißt, bei uns gibt es... bei uns gibt es überhaupt keine bluttrinkenden Fledermäuse. Also weg mit dem Gebiss. Bernd hat mich jetzt hier zum Netze aufbauen verdonnert. Denn durch diesen Höhleneingang werden Fledermäuse rein- und rausfliegen. Und die wollen wir gleich fangen. So, hoch damit. Die Frage ist jetzt natürlich, Bernd, warum bauen wir dieses Netz auf? Warum willst du Fledermäuse fangen? Ja, wir machen das aus wissenschaftlichen Gründen. Wir wollen wissen, woher die Tiere kommen, wer hier rein und rausfliegt, ob es Männchen, Weibchen sind. In diese Taschen sollen gleich die Fledermäuse reinplumpsen. Bis die ersten Tiere kommen, zeigt mir Bernd, wo die überhaupt hinwollen. Tja, schau, Erik, hier geht's rein. Und hier wollen die Fledermäuse durch. Warum wollen die Fledermäuse hier durch dieses kleine Loch in die Höhle rein? Tja, das ist ihr Felsquartier. Hier wollen sie überwintern. Und momentan ist Schwärmphase, da treffen sich die Tiere hier und erkunden das Ganze. Mhm. Inzwischen ist es stockdunkel. Wir filmen mit Spezialkameras, ganz ohne Licht. Und dann sind sie da. Es ist Fledermauszeit. Guck mal da unten. Die hat sich richtig verfangen da drin. Ja. Oh, tut der das weh jetzt? Nein, das tut der nicht weh. Und diese großen Ohren, sind... Diese Fledermaus hat riesige Ohren. Damit kann sie auch besonders gut die Krabbelgeräusche ihrer Beutetiere hören. Wie orientieren sich jetzt die Fledermäuse? Die sehen ja nichts. Wenn die jetzt große Ohren sieht, aber nicht viel. Mhm. Sie schreien übers Maul. Das Maul ist ja gerade mal offen. Der Schall kommt zurück, wird reflektiert und die Ohren empfangen das, so wie unsere Ohren auch. Ach, das ist wie, wie bei einem Echo. Wenn ich irgendwie in Bergen rufe, dann kommt ja der Schall auch zurück, kommt weil er vom Berg zurückgeworfen wird. Richtig. Und so macht sie das auch. Mhm. Pass mal auf, da liegt so ein Gerät. Nimm das mal und das ist ein Detektor. Genau. Das heißt, dieses Gerät kann diese Schallwellen, die wir nicht hören, kann dieses Gerät hörbar machen. Ah, warte mal, hier geht's laut. Ja, nicht zu laut vielleicht. Dieses Knacken? Das Knacken. Das ist jetzt Fledermaussprache. Das ist Fledermausdeutsch, ja. Fledermausig. Mhm. Mit diesen Geräuschen, also in ständiger Folge, siehst du, wie jetzt in der Hand, fliegt sie durch die Nacht und kann alles Mögliche erkennen dabei. Sie kann erkennen, ob da in der Nachbarschaft ein Partner vorbeifliegt, ob das eine Beute ist. Und das erkennt die alles nur dadurch, dass die Schallwellen ausruft. Das kann die Fledermaus über die Ultraschalllaute erkennen. Immer mehr Fledermäuse landen in den Netzen. Bernds Helfer sind sofort da, um die Tiere zu befreien. Die Fledermäuse erkennen zwar die feinen Netze mit ihrem Ultraschall, doch sie halten sie für Spinnweben. Die durchfliegen sie in der Natur ganz einfach. Hier plumpsen sie aber alle ins Netz. Die schon gefangenen Fledermäuse werden nun vermessen. Und Bernd wiegt die Tiere in einer kleinen Dose. 5,4 Gramm. Und wie ist das? Tja, für die Jahreszeit ein bisschen schwach. Die muss ein bisschen fressen noch, wenn sie im Winter will. Weil die müsste eigentlich 6, 7 Gramm haben schon. Und dann erklärt mir Bernd, wie ein Fledermausflügel aufgebaut ist. Ja, man sieht. Also das hier ist die Haut zwischen den... Ja, zwischen den Fingern. Das sind die Finger von der Fledermaus? Zwischen unseren Fingern, also wenn wir eine Fledermaus wären, wäre dazwischen jetzt Haut. Das sind die Finger. Und das ist der Daumen und das ist auch der Daumen. Da ist er. Also die Flügel von der Fledermaus sind eigentlich wie eine Hand? Das ist die Hand. Das sind Handflügler. Sie fliegen mit den Händen. Ach. So, was wir jetzt noch machen werden... Bernd streift der Fledermaus noch eine Klammer über den Flügelknochen. So ist sie gekennzeichnet. Wenn sie Bernd mal wieder ins Netz geht, weiß er genau, mit wem er es zu tun hat. Klammer. Stört das nicht beim Fliegen, diese Klammer, die du jetzt dran gemacht hast? Nein, die stört nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, die ist leichter als ein Regentropfen. Natürlich ist das schon im ersten Moment irgendwas, was die Fledermaus loswerden will. Die knoppert da ein bisschen dran rum, merkt, geht nicht und das war's. Und dann vergisst sie das? Ja. Nimmst du die mal, die Fledermaus? Ich möchte das mal aufschreiben und einer muss sie mal halten. Wie, einfach so in die Hand nehmen? Einfach so in die Hand nehmen. Nimm die einfach mal in die Hand. Was muss ich denn machen? Wie muss ich sie denn nehmen? Keine Angst. Einfach rein in die Hand. So. Und mit dem Däumchen ein bisschen krabbeln am Hinterkopf. Ein bisschen krabbeln am Hinterkopf. Da passiert gar nichts. So, hast du? Ich merke, die zittert. Ja, na klar, die hat Angst, du hast auch Angst, also kein Problem. So süß, so nett siehst du aus. Hallo. Dann geht uns noch ein ganz besonderes Exemplar ins Netz. Ein braunes Langohr. Bei uns in Deutschland ist das die Fledermaus mit den größten Ohren. Und Riesenohren hier. Ja, die kann die Falten legen und unter die Flügel legen. Wenn die im Winterschlaf ist, dann hält die Ohren unter die Flügel. Damit sie nicht kalt werden. Genau. Die können unter Umständen abfrieren. Ein bisschen Zeit bis zum Winter hat sie ja noch. Meine Fledermausnacht geht jetzt leider zu Ende. Bernd und ich entlassen die Fledermäuse noch in die Höhle, denn da wollten sie ja ursprünglich hin. Ich frage mich echt, warum ich Fledermäuse vorhin noch so unheimlich fand. Als ob uns diese kleinen Flattermänner irgendwas anhaben könnten. Und als sich dieses braune Langohr so schön in meine Hand eingekuschelt hat, da war klar, das sind nicht nur niedliche, sondern auch total interessante Tiere. Ich meine, die sehen mit ihren Ohren. Deswegen sind die auch so groß.
Ihr habt ja vorhin schon gehört, wie das geht. Die stoßen Ultraschalllaute aus. Also Rufe, die wir mit unseren Ohren gar nicht hören können. Das Ganze funktioniert so. Dieser Ball hier soll jetzt mal so ein Ultraschalllaut sein. Und ich spiele die Fledermaus. Der Ultraschalllaut wird ausgestoßen und trifft irgendwo auf ein Hindernis, wie jetzt hier diese Wand. Wenn der Schall auf das Hindernis trifft, wird er natürlich zurückgeschickt. Dieser zurückgeschickte Schall ist ein Echo. Und dieses Echo wird dann von den großen Ohren der Fledermaus wieder aufgefangen. Dadurch weiß sie, Achtung, da kommt ein Hindernis. Und sie weiß sogar, wie weit das weg ist. Denn wenn das Hindernis nah ist, dann kommt dieser zurückgeschickte Schall natürlich auch total schnell wieder zurück. Wenn das Hindernis weit weg ist, ja, dann braucht der Schall, ganz klar, viel, viel länger, um zurückzukommen. Ungefähr so, ja. Es gibt allerdings einen Unterschied zu diesem Beispiel mit dem Ball hier. Denn der Schall, den die Fledermaus ausruft, bewegt sich nicht so gerade. Der breitet sich wellenförmig von der Fledermaus aus. Je nachdem, wo die Fledermaus fliegt, stößt sie eher wenig oder eher viele Töne aus. Das sind meistens zwischen 5 und 20 Töne pro Sekunde. Wenn sie auf der Jagd ist, können das sogar bis zu 200 Rufe pro Sekunde sein, denn dann will sie ihre Beute ja nicht verlieren. Die Ohren der Fledermaus sind ideal, um die Echos aufzufangen. Die Ohren sind zum einen sehr groß, zum anderen aber auch sehr beweglich. Egal aus welcher Richtung die Echos kommen, die Fledermaus kann ihre Ohren so drehen, dass sie die Echos optimal auffangen kann. Und noch ein Vorteil haben die Fledermausohren. Jedes Ohr empfängt unabhängig von dem anderen. Das heißt, das linke Ohr fängt zum Beispiel zuerst die Echos von links auf, das rechte Ohr die von rechts. Dadurch weiß die Fledermaus immer ganz genau, wie es um sie herum aussieht. Sie kann durch die Echos nicht nur bestimmen, wie weit etwas entfernt ist, sondern auch wie groß es ist. Das ist wichtig für die Jagd. Je größer zum Beispiel eine Motte ist, desto stärker ist das Echo, das zurückkommt. Alle Echotöne werden sofort an das Gehirn der Fledermaus geleitet und dort ausgewertet. Im Gehirn der Fledermaus entsteht so ein genaues Bild ihrer Umgebung. Und so können die sich sogar in totaler Finsternis super zurechtfinden. So ein Peilsystem wäre auch für uns Menschen total praktisch. Damit könnten wir uns im Dunkeln bewegen, selbst wenn unsere Augen nichts mehr sehen können. Und eine besondere Hilfe wäre das natürlich für Menschen, die überhaupt nichts mehr sehen können, weil sie blind sind. Das hat Carsten, Achim und Alex auf eine Idee gebracht. Sie möchten ihrer blinden Lehrerin helfen. Dafür wollen sie das Ultraschall-Ortungssystem der Fledermäuse nutzen. Die drei machen bei der Jugendforsch-AG ihrer Schule mit. Hier tüfteln und entwickeln sie. Dann sind wir halt darauf gekommen, dass Behinderte schon hilfebedürftig sind. Und dann haben wir uns halt mal mehr spezialisiert. Und dann sind wir halt auf die Blinden gekommen, auf den Blindenstock. Und haben geguckt, was es schon für Blindenstöcke gab. Sind wir eben auf den Laserblindenstock getroffen. Der ist halt sehr teuer, also 3000 Euro. Und haben den dann versucht, billiger zu machen. Sie wollen einen Blindenstock bauen, der Hindernisse selbstständig erkennt. An einer Berufsschule für Blinde möchten Alex und Carsten deswegen erstmal rauskriegen, wie ein normaler Blindenstock überhaupt benutzt wird. Habt ihr euch schon mal verletzt oder so? Ja, ja, klar, logisch. Blaue Flecke und so. Platzwunden. Ja, sehr schön. War halt nicht, dass du mit dem rechten Fuß den Stock... Mit dem normalen Stock kann man ganz gut am Boden tasten. Aber Hindernisse, die weiter oben sind, werden schnell zum Verhängnis. Wie ein offenes Fenster. Man kommt von der Seite her. Oh, schön gemacht. Carsten und Alex dürfen es auch mal probieren. Gehe ich also die Straße entlang, weiß nicht, was kommt. Und auf einmal macht es dann gleich... Bumm. Wir haben erkannt, dass ein zweiter Sensor am oberen Ende des Blindenstocks, also ungefähr hier, nötig ist, um eben offene Fenster, Telefonzellen und so weiter wahrzunehmen. In der Schul-AG überlegen sie, welche Sensoren an den Stock kommen sollen. In Naturkunde hatte ich jetzt zum Beispiel, wir sollten solche Tierbücher machen, und da habe ich ein Fledermausbuch gemacht. Es ist mir halt natürlich sofort aufgefallen, dass man es halt auch nutzen kann. Die Jungs kaufen Ultraschallsensoren. Die funktionieren wie das Echo-Ortungssystem der Fledermäuse. Leider gibt's Probleme. Wir haben zum Beispiel hier diese Bauteile hier falsch eingelötet, falsch rum. Dann hat es halt uns die Platine kaputt gemacht. Die Lösung, eine Einparkhilfe vom Auto. Die Einparksensoren funktionieren auch mit Ultraschall und es gibt sie einfach zu kaufen. Jetzt testen die Jungs noch, auf welche Entfernung und auf welche Breite sie Hindernisse damit erkennen können. Dass man weiß, ob man zum Beispiel die komplette Breite vom Menschen hat, dass man nicht nur den mittleren Bereich geschützt hat, sondern es wäre ja doof, wenn man noch mit den Ellbogen jetzt gegen Ast rennen würde. Zu Hause bei Carsten werden die Sensoren an einem Besenstiel befestigt. Über die Sensoren kommen die Informationen dann direkt zur Hauptplatine.
sozusagen das Gehirn von der Fledermaus. Das, ihre Ohren haben jetzt diese Signale aufgenommen und das Gehirn verarbeitet sie dann und sendet es weiter an den Pieper. Und je nach Abstand ist der Ton anders, wie beim einparkenden Auto. Es sind halt immer kürzere Abstände und immer kürzere Töne. Und das ist dann halt auch schon relativ eindeutig, wenn man gegen was, also wenn etwa 30 cm vor einem was steht und dann ist ein Dauerpiepton und was man schon, dass man anhalten muss. Jetzt kommt der Bewährungstest für den neuen Blindenstock, den Bad Stick. Alex und Carsten gehen wieder zurück an die Blindenschule. Das ist dasselbe System wie vom Abstandspieper beim Auto. Ja, genau. Mhm. Jetzt wird getestet. Okay. Okay, das ist so anders. Ja. Ist aber eine super Sache. Das Prinzip an sich geht auf. Weniger Platzwunden. Das macht er echt super. Genial, finde ich richtig gut. Ja. Hm? Und dabei ist der Bad Stick gar nicht mal so teuer. Insgesamt so wird der Stock 50 oder 40 Euro kosten. So viel Erfindergeist wurde in der Zwischenzeit auch schon belohnt. Beim Jugendforschwettbewerb landeten die drei Erfinder mit ihrem Bad Stick auf dem ersten Platz. Also, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist. Diese Erfindung könnte irgendwann eine Riesenhilfe für blinde Menschen sein. Naja, klar, am Piepton müssten die Jungs... Ich muss hier echt nochmal aufräumen. Am Piepton müssen die Jungs noch so ein bisschen arbeiten. Denn jeder Stock, der bräuchte ja einen eigenen Piepton. Sonst gäbe es Verwirrung, wenn mehrere Blinde gleichzeitig diesen Stock verwenden. Bei Fledermäusen ist das übrigens so, dass jede Fledermausart unterschiedliche Töne ausstößt. Ich mache die gerade mal für euch hörbar. Hier, so klingt eine Teichfledermaus. Die Bechstein, ja, die klingt so. Und eine habe ich noch, Moment, welche war das hier? Ah, genau, das ist der Ruf des großen Abendseglers. Hört sich so ein bisschen an wie rhythmisches Furzen. Aber, Moment mal. Der riecht doch nicht wie rhythmisches Furzen, oder? Oh, nee, Gilbert. Du bist doch echt das Letzte. Gilbert, aber normalerweise furzt du doch erst, wenn wir dran sind. Naja, ich wollte mich vorbereiten. Hier habe ich einen Comic auf Fledermausisch. Den wollte ich vorlesen. Mann, Gilbert, du hältst das Heft falsch rum. Fledermäuse hängen doch immer kopfüber. Aha. Zwei Mäuse treffen sich in einem Café. Sagt die eine zur anderen, stell dir vor, ich bin frisch verliebt. Sagt die andere, toll, hast du ein Foto? Tja, schau, ist der nicht süß? Aber das ist doch eine Fledermaus. Was? Zu mir hat er gesagt, er wäre Pilot. Tja, ja, nicht immer ist alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Darth Vader. Privat. Hier beginnt mein Feldzug gegen die Menschheit. Hallo? Ich bin der Herrscher der Galaxis und werde euch alle unterjochen. Du bist aber schön verkleidet. Warte mal, ich hol dir was Süßes. Hallo? Schön. Hä? Aber nein, ich bin doch wirklich der Herrscher des Universums. Was? Hey! Du hast doch schon was bekommen. Jetzt sind wir dran. Zisch ab. Noch? Naja, aber ich komme wieder. Ist recht. Oh, ein Lolli. Lecker. Süßes sonst gibt's Saures. Tja, als Bösewicht hat man es heute auch nicht mehr so leicht. Egal, ob man auf dem Todesstern wohnt oder in Transsilvanien. Hui, genau dahin verschlägt es heute unseren Bob. Bob, der Klaumeister. Mist, ich muss ja noch einen Haufen wichtiger Dokumente abheften und mir fehlt ein Locher. Was mach ich da? Ah, jetzt hab ich's. Und jetzt verabschiede ich mich Fledermaustypisch mit... Und mit Gilbert. Hä? Jetzt bitte keinen Furz. Den hatten wir heute schon. Wie kommst du denn da drauf, Babsi? Ich habe hier das absolute Lieblingslied aller Fledermäuse. Ist der Plattenspieler kaputt? Genau. Ich höre gar nichts. Nee, der geht. Das ist doch eine Ultraschallplatte.
Gilbert, ich glaube, du hast da irgendwas falsch verstanden. Guck dir lieber nochmal unsere Page an, denn unter www... Hier, mach doch mal die Flügel auf. Ja, unter www.zdftv.de, da haben wir noch viel mehr interessante Dinge über Fledermäuse zusammengestellt. Außerdem gibt es da auch ein Quiz, da könnt ihr euer Fledermauswissen gleich testen. Pro Plus, macht euch das nächste Mal dann wieder schlau. Bis dahin, ciao, ciao. Los, na auf! Halt nicht. Das nächste Mal in Pur Plus, Schüleraustausch. Alleine in der Fremde. Wie kommt Elena auf einer Highschool in Kalifornien klar? Und wie sehen ausländische Schüler eigentlich Deutschland?